Hallo liebe Gartenfreunde, schön, dass ich euch zu einer neuen Folge von Der grüne Tipp begrüßen kann. Heute geht es um eines der schönsten Ziergehölze überhaupt, um Hortensien. Und darum, wie ihr die drei wichtigsten Sorten am besten auseinanderhalten und dann auch richtig schneiden könnt. Kaum ein Ziergehölz hat es zu so viel Beliebtheit gebracht wie die Hortensie. Mit ihren herrlichen blauen, weißen oder rosaroten Blüten schmückt sie unseren Garten den ganzen Sommer lang. Doch so manch einer ist sich unsicher, welche Hortensie er da in seinem Garten hat. Und vor allem, wann und ob er sie überhaupt schneiden soll. Zu den bekanntesten Hortensien gehören die Gartenhortensien. Ihr erkennt sie daran, dass ihre Blüten kugel- oder schirmförmig sind. Die meisten Gartenhortensien blühen in Weiß, Rosa oder Blau von Juni bis September. Ihre Blütenknospen werden schon im Vorjahr angelegt, deshalb solltet ihr am besten nur abgestorbene oder erfrorene Triebe schneiden. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, zum Beispiel die Hortensie Endless Summer, die auch an diesjährigen Trieben blüht. Sie zeigt frische Triebe bis zum Herbst. Tellerhortensien zeichnen sich, wie der Name schon sagt, durch tellerförmige Blüten aus. Sie sind meist etwas kleiner als die Gartenhortensie und werden nur etwa einen Meter hoch. Auch sie wechseln ihre Farbe von rosa nach blau, je nach pH-Wert im Boden. Oft sind sie auch zweifarbig. Geschnitten werden sie wie Gartenhortensien. Sogenannte Rispenhortensien bringen fliederartige Rispenblüten hervor und duften sogar. Beim Verblühen färben sich die weißen Blüten nach rosa. Die Rispenhortensie blüht als letzte im Jahr und im Gegensatz zur Gartenhortensie könnt ihr sie im Winter kräftig zurückschneiden. Dann wächst sie buschiger und belohnt euch mit vielen Blüten. Und zum Schluss noch ein Tipp. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Hortensie ihr im Garten oder auf der Terrasse stehen habt, dann gibt es eine einfache Regel zum Schneiden. Spätblühende Arten werden im Winter stärker zurückgeschnitten, dagegen werden frühblühende Arten gar nicht geschnitten. So einfach ist das. So, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein wenig mehr über eure Hortensie und wisst, wann ihr sie am besten schneidet. Viel Spaß im Garten und tschüss bis zum nächsten Mal. Eure Cornelia Pötschke.